Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Der Ali radiallahu anhu hat gesagt, Khatibun nas ala qadr ukulim, sprich mit den Menschen so, was sie verstehen. Und deswegen haben wir uns jetzt vorgenommen, für unsere Kleinsten, für die Kleinen, auch einen Unterricht zu machen, und zwar eine Tauhid-Unterrichtsreihe. Und wir müssen doch lernen. Ja, fangen wir jetzt an. Warte erstmal. Du bist zu ungeduldig. Du musst erstmal warten, was der Onkel Pierre Vogel erzählt. Ja, warte, warte. Du musst uns doch eine Geschichte. Ja, nee, ich erzähle euch heute was anderes. Letztes Mal habe ich euch eine Geschichte erzählt. Ja. Heute erzähle ich euch was anderes. So. Denn heute wollen wir anfangen mit, wie man Muslim wird. So. Wie alt bist du eigentlich? 5. 5 und du? 9. Und du? 7. Und du? 6. Mashallah. So, und wer kann mir mal sagen, wie man Muslim wird? Du? Der 5-Jährige, gut, erzähl mal. Dua machen. Dua machen? Beten. Nee, beten macht man, wenn man schon Muslim ist, aber erstmal, um in den Islam reinzukommen, da sagt man etwas Wichtiges. Das Glaubensbekenntnis, das nennt man auf Arabisch Shahada. Das heißt, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ganz genau. Und das bedeutet auf Deutsch, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Und wir erklären das gleich richtig, was das alles bedeutet, weil das ist ganz wichtig. Weil der Prophet, Friede und Segen mit ihm, der hat gesagt, wer sagt vom wahrhaftigen Herzen aus, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist, der wird ins Paradies gehen. Für den hat Allah die Hölle verboten. Deswegen muss man wissen, was das heißt, ne? Weil damit man es auch vom wahren Herzen, aber ich kann auch vieles sagen, einfach so dummes Zeug erzählen, ne? Aber um es vom wahren Herzen zu sagen, muss ich wissen, was es heißt, richtig? Ansonsten weiß ich gar nicht, was es bedeutet. Sag ich einfach aus, da, wie ein Papagei. Ein Papagei, dem kannst du auch was erzählen und dann sagst du dem Papagei, macht der Papagei, verstehst du? So, aber wir sind Menschen, wir müssen wissen, was wir sagen und dann, was heißt das? Dann gehen wir ins Paradies. Was ist Paradies? Die schönste Welt. Da kann man nur schlafen. Nur schlafen? Ja. Da hast du Besseres zu tun, als zu schlafen. Willst du schlafen? Da gibt es das Beste. Da gibt es nur da Genuss. Da kann man kein Pipi machen. Was? Da kommt das raus wie Parfüm aus der Haut. Das heißt, wie der Schweiß, was hier Urin ist, kommt dort raus wie Parfüm, wie Misk von der Haut und riecht ganz gut. Sakina, da. Ist doch gut, ne? Toilette, ne? Ja, das ist gut. Gar nichts. Ja, sehr gut. Okay, jetzt erkläre ich euch mal. Jetzt üben wir erstmal zusammen, dass wir das richtig aussprechen, okay? Jetzt üben wir erstmal, dass wir das richtig aussprechen. Weil ich muss eine große Mütze holen. Nein, du brauchst keine Mütze. Guck mal. Jetzt sag mal. Eshedu. Eshedu. En. En. Le. Le. Ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Und für die Kinder, die mitgucken, die können mitmachen, damit die es auch üben in der Kamera. Dann üben wir das jetzt nochmal zusammen. Und ihr seht das ja auch hier geschrieben. Wir schreiben immer, wenn wir das sagen, schreiben wir das Wort einzeln auf Deutsch, damit ihr es mitsprechen könnt. Deswegen die Eltern, die mit den Kindern diesen Unterricht angucken können, das mit den Kindern zusammen üben. Okay? Ashhadu heißt, ich bezeuge. An la ilaha illallah, dass es keinen Gott gibt, illallah, außer Allah. Wa heißt und. Ashhadu, ich bezeuge. Anna Muhammadan Rasulullah. Das Muhammad, anna Muhammad Rasulullah. Rasulullah heißt Gesandter Allahs ist. Und ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Habt ihr verstanden? Okay, dann sagen wir es jetzt nochmal. Okay, wir machen das jetzt 10-mal zusammen. Ja? Ashhadu. Ashhadu. An la. An la. Ilaha. Ilaha.
illallah. Illallah. Wa ashadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Du bist der Lauteste. Okay, alles klar. Das war das zweite Mal. Jetzt dritte Mal. Ashadu an. La ilaha. Illallah. Wa ashadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Ashadu an. La ilaha. Illallah. Wa ashadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Die hat nicht mitgemacht. Was? Die hat mitgemacht, klar. Jetzt nochmal. Ashadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. So, jetzt. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an ilaha illallah. Du bist zu schnell, Freundchen. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar, der war gut. Masha Allah. Okay, nochmal neu. Ja, das war das sechste Mal. Okay, jetzt nochmal. Wir müssen doch sagen. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَشْهَدُ مُحَمَّدًا أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ Okay, nochmal. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ Sehr gut. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ Ja, du bist der Schnellste, ne? Immer. Der Kleinste und der Schnellste. Ja. Du bist wie Speedy Gonzales, ne? Die schnellste Maus von Mexiko. Okay. Ich war immer so schnell. Ja, echt? Okay. Ashadu an la ilaha. Ashadu an la ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Okay, jetzt machen wir alleine. Ashadu an la ilaha. Illallah. Ashhadu an la. Er ist dran. Nicht dazwischen quatschen. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Machen wir nochmal. Ashhadu an la ilaha illallah. La ilaha. La ilaha. Nicht lachen, man lacht nicht, wenn ein anderer was sagt. Das macht man nicht. Da lacht man nicht, sondern man muss immer dem Bruder helfen. Ja, dass er es auch hilft. Müssen wir das jetzt lehren? Wir machen das jetzt nochmal. Ashadu an. La ilaha. Illallah. Illallah. Das ist eine andere Sprache, das ist nicht so einfach. Ja? Mhm. Der ist ja auch noch klein. Inshallah. Das ist wie pakistanisch. Ja. Wo kommt ihr her? Aus welchem Land? Aus Refrat. Bermannstraße. Ausschneiden. Refrat, Bermannstraße. Das ist doch kein Land. Aus welchem Land? In Pakistan. Pakistan, sehr gut, okay. Ashadu an. La ilaha. Illallah. Ashadu an la ilaha. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. La ilaha. Ganz langsam, du bist zu nervös, du kannst das, du bist nur zu nervös. La ilaha. Sag mal, ilaha.
Ilaha. Ich zeige euch auch am Fernseher, hier im Internet jetzt für andere, die das sehen, wie man Kindern etwas beibringt. Weil das ist ganz wichtig. Es nützt nichts, wenn einer einen Fehler macht, dass man da rumschreit, weil da kriegt man nur noch mehr Hemmungen. Oft sagt man zum Beispiel, verspricht man sich wegen Hemmungen, ja, und dann muss man das Wort einzeln die Silben aufzählen. Ja? Er hat jetzt zum Beispiel Probleme mit dem Wort Ilaha. So, was macht man? Dann soll man dem Kind das einzeln die Silben aufzählen. Ilaha, 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 Ilaha. Ja, und dann macht man das mal schnell, dann hat man es drin. Sag mal Ilaha. 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 Und dann sagst du das 10-mal schnell hintereinander, dann hast du es drin. Glaub mir, ich kenne das... Mein System ist das. Ilaha. 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 Richtig, okay. Jetzt machen wir nochmal. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la. Nicht dazwischen reden. Wenn er dran ist, ist er dran. Sonst kann er sich nicht konzentrieren. Man muss sich konzentrieren dabei. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la. Haben wir eben geübt, das Wort. Nicht, du bist nervös. Mach nochmal von neu. Mach nochmal von neu. Ashhadu an la ilaha illallah. Mach nochmal. Ashhadu an la ilaha illallah. Nochmal, mach nochmal. Noch. Du musst, guck mal, ich merke dir an deine Augen, du bist ganz nervös. Verstehst, weil du willst mir das jetzt zeigen, dass du richtig kannst. Du kannst das. Mach dir keine Sorgen. Guck mal. Aber dann ist das nachher noch besser. Was? Meister, weiter kommst du gleich wieder. Rein. Okay, jetzt übst du immer mit, wenn ich mit ihm mache. So, sag mal. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu Muhammad. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Okay, nochmal. Ashhadu an la. Mach mit mir zusammen. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jetzt du alleine. Jetzt bin ich mal gespannt. Ashhadu. Ashhadu an la ilaha. Wa ashhadu anna Muhammadan. Sehr gut. Jetzt nochmal. Ashhadu an. Ashhadu an. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa ashhadu an Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna. Muhammadin Rasulullah. Jetzt alleine. Wa ashhadu. Ashhadu an la ilaha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu Muhammadin. Wa ashhadu. Wa ashhadu anna Muhammadin Rasulullah. Sehr gut, mashallah. Kannst du schon? Willst du auch machen? Willst du alleine versuchen? Soll ich dir helfen? Ashhadu an. Jetzt bist du leise, Freundchen. So. Ashhadu an. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Kannst du alleine? Kannst du alleine? Sag mal alleine. Ashhadu an la ilaha. Illallah. La ilaha. Genau. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sehr gut, der war super. Der zweite war sehr gut. Ja, du so, du bist ja hier Weltmeister aller Klassen, hör mal. Aber ich war ganz schnell. Was? Könnt ihr noch ein Stück näher rüber? So. Noch ein Stück. So. Jetzt. Sag mal alleine. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ganz befreit. Weil ich merke, ihr seid zu nervös. Und das auch für die Eltern. Es nützt nichts, wenn man das zu sehr mit Druck macht.
Es ist sehr wichtig, dass die Kinder auch bei dieser ganzen Sache Spaß haben. Ja, weil es ist oft, es gibt Leute, die schlagen dann die Kinder und so, dann kriegen die eine negative Meinung zur Religion. Das kann sich im Unterbewusstsein festsetzen. Langsam, langsam. Jeder kriegt das rein, inshallah. Ne? Jetzt versuch nochmal alleine, okay? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Versuch mal. Ashhadu. Ashhadu Muhammad. Ashhadu an. Ashhadu an. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illa. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Okay, jetzt du. Kannst du das oder willst du vorsagen? Vorsagen. Ja, schämst du dich auch? Ein bisschen, ne? Okay. Ashhadu an. Ashhadu an. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Allah Akbar. Jetzt alleine. Ashhadu an. Ashhadu anna. La ilaha. La ilaha. Illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sehr gut, mashallah, war super gewesen. Hast du gut gemacht. Versuch nochmal. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mashallah, sehr gut. Willst du noch mal versuchen? Ja. Los. Ashhadu. Wie schnell bist du? Ashhadu an. Ashhadu an la ilaha illallah. Rasulullah. Wa Rasulullah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna Muhammadan. Muhammad. Anna Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Nochmal. Ashhadu an. Ashhadu an. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. 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 Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Okay, kannst du es alleine jetzt? Nun sagt ihr den ganzen Zeit an. Ja, beim ersten Mal ist an. Ashhadu an. La ilaha. Illallah, beim zweiten Mal ist Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Okay? An und dann anna. Okay. Kannst du alleine? Das will ich sehen. Mach mal. Ashhadu. Ashhadu an. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu Muhammadan. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Guck mal, jetzt, was ihr jetzt machen müsst, ist, man muss das immer wiederholen, bis man gar nicht mehr nachdenken muss. Auch wenn man Koran lernt. Ja? So oft du kannst. Ja? Bis das drin ist. Jeden Tag, guck mal, jeden Tag jetzt, bis wir uns beim nächsten Mal treffen, jeden Tag 10 Mal mindestens. Dann hast du das 70 Mal gemacht. Immer wieder üben, immer wieder üben. Ja? So, und auch für die Kinder, die da draußen sind. Immer wieder üben, immer wieder langsam üben und dann lernt man das, ja. Am Ende kommt es, auch wenn man Koran lernt, man muss das immer so lange lernen, auswendig lernen, bis man das automatisch hat. Man braucht gar nicht mehr zu denken. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أماما. Ja, dann hat man das nachher. Hat man das nachher einfach drauf. Kannst du das alles schon? Nee, alles nicht. Alhamdulillah. So, und jetzt will ich euch kurz zeigen, was das heißt. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah. Heißt, أشهد أن لا إله إلا الله. Sagt mal zusammen. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah. Zusammen. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt. Alle zusammen. Alle zusammen. Guck mal, ich sage, dann sagt ihr nach. Ich bezeuge. Ich bezeuge.
zeige, dass es keine Gottheit gibt, dass es keine Gottheit gibt, außer Allah. Außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist. Sein Gesandter ist. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt, außer Allah. Außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Der Gesandte Allahs ist. Genau. Damit ihr auch weiß, was das heißt. Wisst, was das heißt. So. Jetzt. Manche sagen auch, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sagen auch manche. Ja, das kann man auch sagen. Das eine reicht, wenn man sagt, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Und man kann auch falsch gesagt hat. Man muss das üben, bis man es richtig macht. Und manche sagen auch, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Das bedeutet, sein Diener und Gesandter. Wisst ihr, was ein Diener ist? Ja. Ja. Was ist das denn? Der dient ihm alles, der holt ihm das Wasser. Der dient ihm zum Beispiel, genau. Ja. Und wir... Der holt das Wasser. Ja. Und wir sind Diener Allahs. Wir wollen Diener Allahs sein. Und Mohammed war kein Gott, war ein Mensch. Es gibt nur einen wahren Gott. Wer ist das? Allah. Ja. So, und Mohammed war ein Diener und ein Gesandter. Normalerweise ein Diener ist was Schlechtes, oder? Wenn man Diener ist. Man muss ein Wasser bringen und so. Aber bei Allah Diener zu sein, ist nicht etwas Schlechtes, das ist etwas Gutes. Der Diener Allahs zu sein. Ja, bitte. Man muss dann auch, also was man für Allah dient, das ist, dann muss man beten. Und zum Beispiel beten, fasten. Aber wenn man Allah dient, das ist was Gutes. Deswegen, man kann sagen, Shadu Anna Muhammad und Rasulullah reicht. Und wenn man sagt, Diener und Gesandter, das macht man, um zu betonen, weil es gibt manche Menschen, guck mal, warte mal, sei mal leise. Es gibt manche Menschen, wisst ihr, was die machen? Die nennen sich auch Abdul Muhammad, Diener von Muhammad. Wir sind keine Diener von Muhammad. Wir sind nur Diener Allahs. Wir sind nur Diener Allahs, weil Allah hat uns, warum hat er uns erschaffen? Damit wir ihm dienen. Ja, was wolltest du sagen? Damit wir ihm dienen. Jetzt, Allah, braucht Allah unseren Gottesdienst? Was willst du sagen? Man muss aber auch Koran dienen. Ja, das ist wieder was anderes, das auch Allah dienen. Jetzt, mal eine Frage. Guck mal. Wisst ihr, wie viele Namen Allah hat? Ja. 99 Namen? Guck mal, wenn ich jetzt frage, wie viele Namen hat der? Alle sagen 99 Namen. Aber Allah hat sogar noch mehr Namen als 99. Aber der Prophet hat gesagt, es gibt 99 Namen. Wer die verinnerlicht, das heißt, die richtig kennt diese Namen, ja, der geht ins Paradies. Aber das heißt nicht, dass Allah nur 99 hat. Zum Beispiel, ich sage zu dir, ich habe hier 2 Euro. Kauf von denen 2 Euro Süßigkeiten. Heißt das, dass ich keine anderen Euros mehr habe? Doch. Und Allah hat 99 Namen. Wer die kennt, geht ins Paradies. Wer die richtig kennt. Was heißt richtig kennt? Zum Beispiel, Allah, ein Name von ihm ist Al-Alim, der Wissende. Was weiß Allah alles? Was weiß der alles, Allah? Der weiß alles. Alles. Alles weiß Allah. Der wusste schon immer, was war, was kommen wird. Und der hat nie etwas vergessen, weil Allah vergisst nicht. Okay? Weil Allah hat auch so. Ja, genau. Allahu Akbar ist der, Allah ist der Größte. Und Allah ist As-Sami', der Hörende, der hört alles. Das heißt, wenn du richtig für das verstehst, diese Namen, und du weißt, Allah hört dich, wirst du dann was Falsches sagen? Wenn du weißt, Allah sieht dich, Al-Basir, wirst du dann was Falsches tun, du weißt, er sieht dich. Nein. Und das ist damit gemeint, ja? So, das heißt, wir dürfen uns nicht Abdul Muhammad nennen. Warte. Und wir dürfen uns nicht Abdul Hussein nennen, sondern wir sind nur zum Beispiel Abdullah, Diener Allahs, Abdul Aziz, Diener des Allmächtigen und so weiter. Was wolltest du sagen?
Weil Allah auch der Größte ist und er kann uns sehen und wir können den nicht sehen. Genau, richtig. Da hast du recht. Super. Du bist ein ganz schön schlauer Fuchs, bist du, wa? Mashallah. Alhamdulillah. Und das wollte ich euch heute gesagt haben. So jetzt, Allah hat uns geschaffen, damit wir ihm dienen. Nur ihm dienen. Ja. Braucht Allah, dass wir ihm dienen? Ja. Nee, Allah braucht gar nichts. Aber wir müssen doch an Allah glauben. Wir müssen an Allah glauben. Wir. Aber Allah braucht das nicht. Wenn du nicht betest, das tut Allah nicht weh. Das ist dein Problem. Allah liebt, wenn du betest. Heute habe ich schon gebetet. Ja, ja. Verstehst du? Sehr gut, mashallah. Aber, wichtig ist, wir brauchen das. Denn was ist, wenn wir Allah dienen? Was ist, wenn wir beten, wenn wir fasten, wenn wir gut zu den Menschen sind, wenn wir Koran lesen und so weiter? Moschee gehen. Ja, Moschee gehen. Was ist dann? Was passiert dann? Dann kommt man in ein Paradies. Und sehr gut. Und was noch? Wolltest du auch sagen, was noch? Und dann ist der Gott, also der Allah, auf dich froh, also stolz. Ja, Allah, und Allah liebt das. Allah liebt das, wenn man das macht. Und so ganz froh auf den Menschen. Allah liebt das, wenn man ihm dient. Aber heißt nicht, dass der einen Verlust hat, wenn man das nicht macht. Und dann, wenn man Allah liebt, dann ist er noch glücklicher. Ja, der liebt das, Allah liebt das. Wir sagen immer, Allah liebt das, weißt du? Mhm. Weil dieses Wort glücklich habe ich nie gehört davon. Deswegen das Beste ist, wir bleiben bei dem, was wir kennen. Allah liebt das, wenn man ihn anbetet. Aber man kommt nicht in die Hölle, weil man geht entweder im Jenseits ins Paradies oder in die Hölle. So, wer Islam von Islam gehört hat und Islam nicht angenommen hat, was passiert mit dem? Der geht in die Hölle. Ja. Für immer. So, und ein Muslim. Und da bleibt er für immer. Da bleibt er für immer, genau. Und wer Islam, Muslim ist, aber der macht viele schlechte Sachen. Kann sein, dass der in die Hölle geht. Da ist Feuer und alles. Und dann kommt er aber nachher wieder raus. Und viel Feuer. Ja, da kommt er nach, genau. Und da kommt er nachher wieder raus. Okay? Aber deswegen. Kann man nie raus. Kommt er dann hin? Was? Danach kommt er ins Paradies. Wenn der Muslim gewesen ist, richtiger Muslim, nicht so einfach, ich bin Muslim, ich bete nicht, fast nicht, mache gar nichts. Ja, so einer, der wirklich glaubt, ja. Aber der hat viele schlechte Taten gemacht. Dann kommt er in die Hölle und später kommt er wieder raus. Aber wer den Islam nicht angenommen hat, der hat vom Islam gehört. Weil kann ja sein, zum Beispiel einer wohnt im Urwald irgendwo, der hat nie was von Islam gehört, dann wird er auch nicht dafür bestraft. Der kriegt dann am jüngsten Tag nochmal eine Probe. Dann wird Allah den auf die Probe stellen, einen Test geben. Wenn der, ne? Aber hier, wer nicht glaubt, der geht für Ewigkeit in die Hölle. Und der hat die Botschaft bekommen. Und der Muslim, der viele schlechte Taten gemacht hat, was passiert mit dem? Der kann zuerst in die Hölle kommen, dann kommt der nachher wieder raus. Aber es gibt noch was anderes. Ja, weil dann kommt der im Paradies. Ja, hab ich ja gesagt. Ich weiß. Du quatschst ja nur nach, was ich erzähle. So, und dann was anderes. Aber wenn man Allah dient, dann lebt man auch glücklicher. Weil in diesseits, wir leben nur kurz. 60 Jahre, 70 Jahre, 80 Jahre oder weniger oder mehr. Und danach stirbt man. Und im Jenseits ist man für Ewigkeit. Aber wer wirklich Sachen für Allah tut, ja, sich bemüht und betet und auch Kopftuch trägt und so weiter, der ist auch in diesem Leben schon glücklicher. Weil glücklich sein, warte mal, glücklich sein ist nicht etwas, was, weißt du, manche Leute, die denken, man wird glücklich, manche Leute denken, man wird glücklich, wenn man viel Geld hat, ja, oder wenn man schöne Autos hat. Aber manche Leute, die haben viel Geld und schöne Autos und die sterben nachher, die machen Selbstmord, die bringen sich selber um oder die sind immer unglücklich, die sind immer traurig. Und manche Leute, die haben wenig Geld, die sind trotzdem glücklich. Deswegen, wenn man Allah dient, Allah gibt einem glückliche Glückseligkeit, dass man fröhlich ist. Ihr wisst ja, was fröhlich ist, ne? In sein Herz. So, und jetzt bist du dran, zum Abschluss. Wenn man auch stirbt, dann kommt man in die Höhle und dann im Paradies. Nee, nur derjenige, der Muslim ist und schlechte Taten gemacht hat, zu viele,
Ja, zum Beispiel seine Waagschalen ist so, dass der mehr schlechte Taten als gut gemacht. Der kommt erstmal in die Hölle und dann kommt er später ins Paradies, ja. Wie bitte? Was wolltest du fragen? Nichts. Nichts? Klar, du wolltest gerade was fragen. Doch, Sakina, ich habe gehört, du hast gesagt, aber... Sonst noch Fragen? Du hast bestimmt eine Frage, ne? Ja. War mir klar. Und wenn man auch betet im Moschee und im Moschee Koran liest und viel betet, dann und wenn man und Prophet hat viel gebeten, dann ist der gestorben und im Paradies gegangen. Genau, der Prophet hat sehr viel gebetet. Und was sagen wir, wenn wir den Namen vom Propheten? Ab 10 Jahren. Warte mal. Nee, der hat gesagt, ab 10 Jahren muss man beten. Und was sagen wir, wenn wir den Namen vom Propheten hören, Mohammed? Prophet sallallahu alaihi wasallam. Richtig. Sag mal, sallallahu alaihi wasallam. Mashallah. Und das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch. Ihr wart cool drauf gewesen. Alhamdulillah. Ich bedanke mich bei euch. Ihr wart gut. Und ich habe mich gefreut. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter, okay? Zufrieden? Salam alaikum. Ne? Alaikum salam. Mach's gut, ne? Ich wünsche dir was. Salam alaikum. Ich wünsche euch was, ne? Hat es Spaß gemacht? Ja.